Hallo Freunde, willkommen zurück zum Monkey Island 4. Betrachte wirklich großen Turm. Das nenne ich einen Turm. Kann ich da rauf? Von hier unten kann ich auf keinen Fall oben auf den Turm kommen. Okay. Das ist der kleinste der sehr, sehr hohen Türme. Für einen mittelgroßen Turm ist der ziemlich groß. Okay, da oben ist auch so ein Stock dran. Kann ich hier einen von diesen Stöcken mitnehmen? Nö. Das ist die zweitgrößte... Nein, das ist die größte Trompetenschnecke, die ich je gesehen habe. Kann ich da auf den mittleren Turm? Der Roboter scheint nicht auf den Turm kommen zu können. Aber der hat doch da so einen Stock. Kann er da dran springen? Kann der Roboter springen? Frage ich dich. Okay, dann... Das ist der kleinste der sehr, sehr hohen Türme. Dann nehmen wir mal den kleinen Turm hier in Beschlag. Jawohl. Schon mal nicht schlecht. Springe klein im Turm. Ich kann nichts machen, außer springe klein im Turm. Nice. Okay, habe ich ein Inventar? Jetzt nicht. Nee, habe ich nicht. Schade. Ist da irgendwie noch was, was ich mitnehmen kann? Da rechts ein Stock oder was auch immer. Vielleicht mal ein bisschen was speichern hier. Das wäre doch auch mal nicht schlecht. Jawohl. Also, nimm... Wo gibt es denn Bäume, die so groß sind, dass man eine solche Planke draus machen kann? Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt diese wirklich große Planke und packen sie in den kleinen Turm. Und dann hebeln wir den auf und essen die Sachen, die da drin sind. Nein, das macht keinen Sinn. Ja, erklettere kleinen Turm. Dann springen wir von da auf die eine Planke und von der einen Planke dann auf die andere. Boah, da ist doch sogar so eine Aussparung für sowas. Als hätten wir mit uns gerechnet. Yes. Ja, guck mal. Das ist die zweitgrößte... Nein, das ist die größte Trompetenschnecke, die ich je gesehen habe. An dieser Muschel befindet sich ein großer Schalter. Ja, dann zieh mal. Oder habe ich es jetzt eingeschaltet? Wäre natürlich nicht geil, ne? Schluss! Ist was, du reanimiertes Stück Voodoo-Treibgut? Ich werde euch sagen, was ist. Diese sogenannte ultimative Beleidigung funktioniert nicht. Ich habe es mit jedem gottverdammten Trödel in dieser verfluchten Bruchbude versucht, aber nichts passiert! Ha! Ich schätze, Großvater war einfach zu schlau für zwei zurückgebliebene Möchtegerns. Was im Namen von Adam Smiths unsichtbarer Hand ist das? Das? Ach nichts. Nur irgendein Trödel, den ich in den Flitterwochen gekauft habe. Ah, das Gouverneurssiegel von Millie Island. Natürlich. Zeigen Sie her. Oh Mann, da wird doch der Dingo in der Pfanne verrückt. Versuchen wir es. Hagnose? Was? Würden Sie so freundlich sein, sich hier hinzustellen? Wissen Sie, Mr. Allmächtig Mandrill, mir gehen Ihre ständigen Befehle langsam höllisch auf den Zeiger. Ich denke, es wird langsam Zeit, mal über meinen Vertrag zu sprechen. Oder was? Oder ich pumpe Sie voll Blei, Sie aufgeweichtes Fossil. Niemand betrügt Pecken aus den Piraten und lebt lange genug, um es herumzuerzählen. Ich reiße Ihnen die Arme aus und schlage. Wie war das? Bitte tun Sie mir nicht weh, Mr. Mandrill. Ich werde alles tun, was Sie verlangen, versprochen. Mach einen langen Spaziergang auf einem kurzen Pier, elender Wicht. Ah, ja, Sir. Tja, Mrs. Freeford, wie es scheint, liegt die Macht der ultimativen Beleidigung nun endlich in meinen Händen. Oh, lassen Sie es mich bei Elaine versuchen. Später, Kapitän. Zuerst geben wir ihr einen Vorgeschmack auf die Dinge, die da kommen. Sie sind ein Sadist ganz nach meinem verruderten Geschmack, Mandrill. Seit Jahrhunderten wird die Karibik von skrupellosen Seeräubern unsicher gemacht. Ab jetzt werde ich durch die Macht der ultimativen Beleidigung diesem chaotischen Unwesen für immer ein Ende setzen und ein neues Zeitalter des Konsums einleiten. Ich bin Ozymandrill. Seht her, ihr mächtigen Piraten! Und verzweifelt! Ha! Nein!
Wo bleibt der Knall? Es müsste doch jetzt einen ohrenbetäubenden Knall geben. Funktioniere, verdammtes Ding, funktioniere! Ah, ich wusste, dass dieser lächerliche Plan scheitern würde. Ich schätze, das beweist einmal mehr, dass man keiner australischen Tunte die Arbeit von echten Seeräubern überlassen sollte. LeChuck, kommen Sie zurück und helfen Sie mir. Oh, Ozzy! Ihr zwei bleibt hier und bewacht den Roboter. Viel Glück! Bitte mach hier nichts kaputt. Ein guter Junge, aber so helle wie verbrannter Toast. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wem sagst du das? Ich werde diesem Weichei jetzt zeigen, was echter Voodoo ist! Schatz, ich bin da! Guybrush, pass auf! Die ultimative Beleidigung. Ich weiß nicht, wie ihr Blödmänner meinen wunderbaren Beleidigungsverstärker sabotieren konntet. Aber wenigstens bleibt mir die Genugtuung, eure arroganten Piratenseelen zur Hölle zu schicken. Irgendwie wusste ich immer, dass es so enden würde. Wirklich? Bereitet euch auf den Tod vor, Threepwoods. Was zum Didgeridoo ist das? Nichts wie raus hier! So leicht entkommt ihr nicht, ihr eitlen Windschattensegler. Zum Great Barrier Reef. Von hier oben seht ihr wie Ameisen aus. Guybrush? Ja? Sehe nur ich diese riesige LeChuck-Statue, die durch unseren Vorgarten trampelt? Nein. Elaine! Guybrush, Hilfe! Halte durch, ich bin gleich zurück. Guybrush, lass mich ja nicht allein. Mach dir keine Sorgen, mein Liebling. Guybrush geht nirgendwo hin. Lass mich zufrieden, du hirnloses Steinmonster. Unbedeutende, sterbliche Fliege. Du wagst es wirklich, dich mit deinen albernen Voodoo-Tricks der unsterblichen Macht des dämonischen Piraten LeChuck entgegenzustellen? Ich werde aus deinen Knochen Grog brauen, du hirnloser, elender Bastard! Ach, Klappe! Wie kann ich euch dienen, Meister? Eigentlich wollte ich, dass sie jeden Piraten auf diesem Globus in ein Fass mit klebrigem rotem Kleister tunken, aber im Moment reicht es mir, wenn wir Guybrush Threepwood töten! Kommt, Leute, wir müssen diesen Riesenroboteraffen wiederbeleben, jetzt! Wo ist meine Enkelin? Das ist eine lustige Geschichte. Threepwood! Wo haben Sie diesen lächerlichen Apparat gefunden? Es war ein Geschenk von H.T. Marley. Großpaps? Ich bin hier, Liebes. Na, wenn das kein unerwartetes Wiedersehen ist. Zu schade, dass ich eure kleine Familienfeier stören muss. Zittert vor der ultimativen Beleidigung. Wie jetzt? Jetzt bist du dran, Scheusal. Jetzt bewahrheitet sich die uralte Prophezeiung von Monkey Island. Nun ist es Zeit für die ultimative Monkey Combat! Okay. Ja, er macht schon eine Menge Schaden. Ich mach mal jetzt erstmal einen Speicherstand hier. Und er hat angefangen. Das bedeutet, er muss in irgendeiner Form einen Fehler machen, sonst verliere ich gegen ihn. Ja, mal schauen. Jojo hat ja auch einen Fehler gemacht. Gucken wir mal. Betrunkener Brüllaffe.
verliert auf jeden Fall gegen den ängstlichen Affen. Ängstlicher Affe und das ist wieder... Kennen wir irgendwoher das Spiel, ne? Und auf geht's. Ah, guck mal. Was ist das denn? Das ist ja Beschiss hier. Schneller Schimpanse. Ja, es ängstlicher Affe. Nein, GG. Ich bin jetzt AA und wir müssen nach GG und AOC. Oh Leute, das kann ich nicht so schnell. Okay. Aber er. Ik-Ak-Chi-Up, das heißt, er ist jetzt Panischer Pavian. Panischer Pavian verliert gegen Panischer Pavian verliert gegen ängstlicher Affe. Ihr geselliger Gibbon in ängstlicher Affe sind O, C und E. Nee. Das war falsch. Aber trotzdem, ich kann ihm doch... Guckt euch das mal an, ich kann ihm keinen Schaden machen. Wie soll das denn gehen? Jetzt geselliger Gibbon... Ach so, ich hab mal wieder... AOC ist... Ne? So. Da. Nee, schon wieder falsch. Leute. Aber das ist doch Quatsch mit der... Wie kriege ich den schnellen Schimpansen jetzt weg? GG, GG gewinnt gegen SS, ich bin AA, AA, in SS sind AOE. Natürlich, nee, warte mal. AA in GG sind AOC. Ja, Leute, ich muss... So. Guck mal, ich kann jetzt wieder was machen und jetzt hat er sein Leben wieder vollgeheilt. Muss ich verlieren? Verlieren wir mal. Nein, ich will doch verlieren. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Na gut. Er hat mich gleich. Nein, noch nicht wechseln. Du willst doch... Jetzt bin ich wieder voll geheilt. Sag mal. Leute, was ist das für ein Kampf hier? Du musst einfach nur eine Taste drücken, Litschak. Mehr nicht. Nein! Mach ich Raum gut, ich halte mal einen Daumen da dran. Nee, also... Also ich... Jetzt bin ich wieder... Leute! Das wird so nix. Jetzt bin ich... Jetzt habe ich Spawnschutz hier. Jetzt funktioniert hier gar nichts. So. Dann machen wir das jetzt anders. Dann machen wir das jetzt anders. So, warte mal. Was bin ich denn? Geselliger Gibbon, er ist ängstlicher Affe. AOC, damit wechsle ich vom geselligen Gibbon in ängstlicher Affe. Wollen wir ihn mal ein bisschen ärgern? Also genau die gleiche Idee, die ich damals beim Beleidigungsfechten hatte.
das was gebracht? Ich kenne ja nix. Ich bin da geduldig. Okay, andere Animation. Dass er auch immer mit Vorteil startet, ist auch so ein bisschen unfair. PP in BB ist BB in PP O A C. Jawohl. Hey, was ist hier los? LeChuck, Sie kolossale Idiot! Hören Sie sofort damit auf! Hey, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich bin Ozzy Mandrew, die Zukunft der Karibik. Ich befehle, halt, nein, nein! Oh. Oh. Ja. 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 Jojo! Denk nicht mal dran, Weichei. Guybrush, wie kann ich dir je danken, dass du mich zu meiner Enkelin zurückgebracht hast? Nun, für den Anfang, wie wär's mit einer Hose? Ist schon so gut wie erledigt. Außerdem... Ja? Würden Sie bitte wieder Gouverneur von Millie Island werden? Keine Chance. Ich hab den Job immer gehasst. Warum, glaubst du wohl, bin ich bis nach Australien gesegelt? Wegen des schlechten Essens? Bitte, Großvater. Ich halte es als Gouverneurin nicht länger aus. Mir fehlt das Piratenleben. Guybrush und ich brauchen die offene See. Schwertkämpfe, Abenteuer. Wir sind zu jung für eine Bürokratenkarriere. Ja, einverstanden. Aber wehe, ihr besucht mich nicht. Jeden Monat. Und ich erwarte jede Menge kleine Piratenurenkel. Mal sehen, was sich machen lässt. Und damit schließt sich der Kreis des Lebens. Hey, der Affe kann ja sprechen. Oh, Elaine, darf ich vorstellen? Jojo Junior, der Affenprinz von Monkey Island. Gut, danke, edler Jojo. Durch deine Hilfe sind die sieben Meere für uns Piraten endlich wieder sicher. Es war mir ein großes Vergnügen, Mrs. Threepwood. Aber nun muss ich sie leider verlassen. Irgendwo dort draußen gibt es für meine Brüder und mich mit Sicherheit etwas zu erledigen. Wohin gehst du? Keine Ahnung. Wie ich höre, ist Martha's Vineyard um diese Jahreszeit sehr schön. Aber zuerst möchte ein Mitglied unserer Crew von Bord gehen. Timmy! Lebt wohl, ihr alle. Lebt wohl, Jojo. Wir werden dich nie vergessen. Natürlich werde ich ihn nie vergessen. Immerhin ist er entsprechender Affe, wenn das nicht krank ist. So, wir haben die Villa gerettet, deinen Großvater gefunden und geschafft, dass sich blutrünstige Schurken in der Karibik wieder wohlfühlen. Wow, ich hätte nie gedacht, dass die Ehe so viel Spaß macht. Guybrush, nun der Großpaps wieder Gouverneur ist, sind wir frei. Wir können endlich tun und lassen, was wir wollen. Ich möchte ein Pirat sein, ich möchte ein maßstabsgetreues Schokoladenpiratenschiff kaufen. Haben Sie etwas zu essen? Ich bin am Verhungern. Ich hätte mal wieder Lust auf eine Runde Seekuh reiten. Hey Kleine, mach mir die... Oh, jawohl. Hey, Kleine, mach mir die Elaine. Elaine? Das war wohl nix. Oh. Ja. Oh. Ja, da sind wir. Wir haben es geschafft, wir haben die Karibik wieder sicher gemacht. Und das dauerte sehr lange. Also wir haben hier für unser Geld schon sehr viel Spielzeit gekriegt, finde ich. Immerhin kostet das heutzutage nur noch 4 Euro. Ja, ich weiß noch damals, ich hatte das Spiel irgendwann mal zu Weihnachten gekriegt. Und es war gut. Ja. Teilweise, vor allen Dingen in Lucre Island, habe ich sehr gehangen, ja. Aber am Ende des Tages war dann wieder alles gut. Wir haben unser Schicksal erfüllt.
Und bei uns ist alles am Ende gut gelaufen. Er freut mich. Manchmal hat man immer so einen Hänger, aber manchmal nicht. Manchmal kommt man dann auch durch. Und wenn man durchkommt, dann ist das immer wieder schön. Ja. Und jetzt ist es wie bei Avengers. Du bleibst im Kino sitzen. Vielleicht passiert ja nach den Credits noch was. Ich habe hier einen Zettel, da steht drauf, was die ganzen Monkey Combat Attacken, Angriffe, Positionswechsel und so weiter sind. Damit kann ich nichts anfangen in Zukunft, denn ich hatte ja gesagt, mit jedem neuen Spiel ändert sich das wieder. Tja. Aber ich muss sagen, das war nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber ich hatte schon zwei, drei Denkfehler beim Aufschreiben. Manchmal schreibt man Dinge auf, die dann einfach auch nicht stimmen. Oder ist dann einfach bei so einer Liste dann, wenn man nebenbei noch labert, in der falschen Zeile. Deswegen wird im Büros auch nicht so viel geredet. Damit das alles hier wieder seine Richtigkeit hat. Ja, aber, ne, wir haben's. Effekt, Wechsel, alles dabei. Nö, hätte man den Endkampf irgendwie auch gewinnen können? Wahrscheinlich nicht. Die haben ja alle ihr Leben immer aufgeladen. Wir konnten nicht kaputt gehen, die konnten nicht kaputt gehen. Das heißt, unentschieden machen war dann im Endeffekt das Mittel der Wahl. Ist das hier Stans Lied? Ja, ne? Ach, guck mal, so viele schöne Namen. Betrunkener, Hans Sievers. Wer wollte das denn schon nicht mal sein, ne? Ente. Selbst die Ente hatte eine Sprechrolle. Günther Lüttke. Ignatius Käse. Das fand ich gut. Manchmal kennt man davon sogar einige Leute. Michael Kwiatkowski. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht kennt ihr jemanden davon? Hans Muff zum Beispiel? Guck mal, der dreiköpfige Affe, der hat nichts gesagt. Affe 1, 2, 3. Ne, Affe 3, Affe 4. Was ist mit Affe 2? Affe 2 hatte nichts zu sagen? Affe 2 hat einfach nicht geredet. Hast du auch manchmal. Einfach nur so ein Affe, der nun so steht. Der nichts zu sagen hat, der hat einfach keine Meinung. Steht dann da und guckt sich das an und sagt, ja. Nee, sagt ja noch nicht mal was, sagt dann. Zuckt so ein bisschen mit dem Mundwinkel und. Boah. Andere Leute gucken ihn an und warten, dass er was sagt. Passiert aber nicht. Der Affe bleibt hart. Sagt dann nichts. Steht einfach nur rum. Reicht. Kennt ihr solche Affen? Affe Nummer 2, meiner Meinung nach einer der besten Affen. Aber ich finde, diese Affengeschichte wurde auch viel zu kontrovers diskutiert. Das macht einfach auch nicht so viel Sinn. Zu viel über Affen reden macht dann auch keinen Spaß mehr. Wenn jemand zu viel über Affen redet, dann ist das fast so, als würde der ja in so einem Abspann sitzen und irgendwie auf Teufel komm raus irgendwann noch erzählen müssen. Nur damit nicht diese unangenehme Stille entsteht. Ja, da wird gerne mal über Affen Nummer 2 geredet. Der übrigens, keine Sprechrolle hat. Das habt ihr ja mitgekriegt. Affe Nummer 2 hat nichts gesagt. Aber auch als Affe musst du nicht immer was erzählen. Vor allem als Affe nicht. Ich meine, wenn du jetzt ein Affe bist, ja. Und gehen wir mal davon aus, du bist ein Affe. Hättest du da Bock, einen ganzen Tag was zu sagen? Nö, ne? Vor allen Dingen, es ist ja auch nicht wirklich sagen. Es ist ja nur irgendwie so ein Geräusch machen und seine Meinung kundtun. Und Meinung, nicht so eine elaborierte Meinung, wie zum Beispiel, ja, ich finde das schon gut, was du machst, aber hier Punkt A, C und 27 hätte ich gerne ein bisschen anders. Nee, das ist ja nur ja oder nein. Und selbst das kann man meistens nicht voneinander erkennen, voneinander unterscheiden, wenn so ein Affe sich zu Wort meldet. Soll passieren. Deswegen, Affe Nummer 2 ist Ehrenaffe. Manchmal einfach die Schnauze halten. Auch wenn, dann manchmal muss man so einen Abspann auch mal aushalten und dann einfach nur sich die Namen durchlesen und schmunzeln. Mach ich im Kino auch immer so. Das ist dann immer der Moment, der kommt, wenn du dann sagst, Mary Beer, was trinkt die wohl den ganzen Tag? Und dann, nee, da ist nichts zu machen hier. Da ist nichts zu holen.
Nee, hier auch nicht. Leute, mach mal jetzt einen witzigen Namen hier. Ey, Leute. Scott Brew? Ja. Da ist nix. Je suis le Pommere. Mathieu, j'ai viel Brande. Alison Pöhren, die Lisa Spot, Leute. Ich wäre gerne Affe Nummer 2. Warum? Erzähle ich auch so viel. Ich mache einfach einen Daumen hoch und dann reicht das. Da weiß jeder, was meine Meinung ist. Ich sag nichts. Ich könnte mir einfach auch jetzt den Kopf auf den Tisch legen und schlafen. Ich hoffe mal nicht, dass das so ist wie bei allen Adventures, wo dann einfach das Spiel ausgeht und dann war's das. Und dann soll ich euch noch was Lustiges erzählen, während ihr einfach nur meinen Desktop anguckt. Das Witzige ist, dann ist die Hälfte vom Overlay auch weg. Alter, das Overlay einzustellen für dieses Spiel, das war ein Krampf. Weil ich nicht raustappen kann. Ich musste dann Pixel für Pixel ziehen, ohne im Spiel zu sein. Oh. Und die Auflösung war falsch eingestellt. Das heißt, ich musste da raten an der Ecke. Und einfach außerhalb des Bildschirms den Bildschirm noch ein bisschen wegziehen. Und das hat immer nicht gepasst. Ich glaube, ich saß wirklich eine halbe Stunde da dran, habe einfach nur geguckt, dass er da bündig mit dem Rahmen ist. Ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, ein Pixel ist da zu viel oder zu wenig. Und wisst ihr was? Mir ist es einfach vollkommen Wurst. Es ist euch wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Oder wahrscheinlich doch. Vielleicht fällt es auf, aber vielleicht auch nicht. Wenn es nicht auffällt, dann ist es gut. Dann haben wir da keine Probleme. Dann habe ich es jetzt erzählt und ihr sagt, ja, das wollte ich schon sowieso die ganze Zeit gesagt haben. Und dann kriege ich Ärger. Und hätte ich jetzt nichts gesagt, wäre wahrscheinlich das Gespräch gar nicht drauf gelandet. Dann hätten so alle gedacht, ja. Vielleicht habe ich mir das ja nur eingebildet, hätten alle gedacht. Und heutzutage ist die Auflösung auch besser. Da kannst du mehr Namen gleichzeitig auf dem Bildschirm malen. Das ging damals nicht. Es sei denn, du hast da wieder so einen fetten Ubisoft-Abspann, wo du dann wirklich jeden Praktikanten und jeden Kaffeeholer und vielleicht auch noch die McDonald's-Filiale gegenüber vom Office in Montreal benennen musst. Weil da irgendjemand mal einmal sich in der Mittagspause so einen ganzen Becher voll Wasser abgezapft hat und dann denkt, boah, da müssen wir jetzt unbedingt nochmal erwähnen. So ist das dann. Oh, ja. 20 Jahre alt, das Spiel. Mensch. Elaine? Timmy? Herman? Mommy? George? Hey, Jungs! Ich stecke hier unten fest. Wally! John Boy! Oh, hier geht's weit runter. Murray! Sean? Mike? Oh, Georgia? Ja, hat doch Spaß gemacht. Euch auch? Ja, ich hoffe doch. Gut, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Bestimmt geht's weiter. Es geht immer weiter, Leute. Weiter muss es immer gehen. Führt keinen Weg dran vorbei. Aber bevor es weitergeht, gehen wir jetzt erstmal schön eine Runde Sport machen. Wie sieht das denn aus? Ist auch mal wieder drin, nicht wahr? Ja, auch du, Brutus. Bis dann.